Stanicky, was geht, Mann? Ist das dein Ernst? Bitte jemanden, mich nach der OP anzurufen, okay? Dean, du solltest da hinfahren. Ricky ist sein ganzes Leben für euch da gewesen. Der Teufel steckt im Detail, mein Freund. Atlantic City, wir sind unterwegs. Ricky hat wieder Krebs. Wieso muss es eigentlich Krebs sein? Dann machen sich doch alle Sorgen. Ja, und das trägt uns direkt durch die World Series. Auf Ricky Stanicky. Den besten Freund, den wir nie hatten. Mein Baby kommt 6 Wochen zu früh? Ich war 6 Wochen zu früh. Oh, shit. Mich interessiert, wo ihr heute Abend gewesen seid. Wir haben jedes Krankenhaus in Albany angerufen und nirgendwo gab es einen Ricky Stanicky. Alles nur wegen einer Lüge? Mehrere hundert Mal im Laufe vieler, vieler Jahre. Wenn das rauskommt, bedeutet das eher aus. Wir engagieren einen Schauspieler, der vorgibt, er wäre Stanicky. Rock Hard Rod, nicht jugendfreier Rock'n'Roll-Imitator. Das ganze Programm, von A bis Z, umfangreiche Jodel-Jams. Danke, dass Sie dabei waren, Ladies und Gentlemen. Es war geil, für Sie zu kommen. Das ist eine echt miese Idee. Ich bin seit 3 Tagen auf kaltem Alkentzug. Ricky Stanicky ist abstinent, Mann. Vergessen? Oh, Rod. Ist nicht das, was ihr denkt. Ist nur besser. I'm a hyper every time, I'm a muff. Weil ich will, dass ihr zugibt, dass Ricky Stanicky nicht existiert. Hey, Mischpoke! Ja! Das ist Ted Summerhays, mein Boss. Ted freut mich sehr. Cooles Outfit und Zuchthaar, Mann. Zuchthaar? Das Transplantat ist neu, oder? Das sind meine Haare. Wir verlieren unsere Jobs. Das werden wir nie vergessen, was, Jungs? Ich war sehr beeindruckt von eurem Freund Stanicky. Dieser junge Mann hat wirklich Eier in der Hose. Deshalb arbeitet ihr für mich. Das ist toll. Und Sie sagten... Was sagten Sie? Könnten Sie das wiederholen? Wir müssen ihn im Auge behalten. Ich habe nicht nur die Geburt verpasst, ich habe auch den Imitator den Würzel meines Sohnes kürzen lassen. Erledigt. Stanicky, Sie sind unglaublich. Das Spiel ist aus, Rod. Ich heiße Ricky. Ricky Stanicky existiert nicht. Mein Job war scheiße, keine Freunde. Aber jetzt habe ich alles. Oh. Sind Sie ein Heuchler, Sir? Was meint Sie damit? Wir müssen ihn loswerden. Jedes Mal, wenn er etwas Wichtiges sagt, schiebt er sich einen unsichtbaren Penis in den Mund. Grundgütiger, das ist wahr. All unsere Sieht aus, als würde ich meine Klöten massieren.